Herzlich willkommen aus der Klosterkirche in Salzgitter-Ringelheim, wo ich hier an der Orgel gerne erklären möchte, wie man ein Choralvorspiel, einen Manualitersatz im Stil von Jan Pieterson Zweling improvisieren kann, und zwar über das Weihnachtslied »Brich an, du schönes Morgenlicht« im evangelischen Gesangbuch zu finden unter der Nummer 33. Ich verwende hier eine nach C-Dur transponierte Fassung. Wenn wir eine Choralbearbeitung im Stil von Zweling improvisieren wollen, müssen wir sehr dicht an der Vorlage sein. Dafür habe ich einen Variationszyklus von Zweling ausgesucht und studiere den in einzelnen Abschnitten, um zu schauen, wie Zweling musikalisch arbeitet. In der ersten Variation ist der Satz homophon und verwendet letztendlich Grund- und Sechstakkorde. Wir schauen einmal durch. Ein Grundakkord, 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 wieder ein Grundakkord. Es fällt dabei auf, dass von ursprünglich 4 Stimmen sich die Stimmenanzahl jetzt einfach plötzlich auf 3 verkleinert. Sowas kommt bei Zweling häufiger vor. Es geht letztendlich nicht so sehr darum, eine strenge Stimmenanzahl einzuhalten, sondern es geht mehr darum, wie man die Harmonien einfach ausdrücken kann, welche Klänge man gerade gut greifen kann. Also hier geht es von 4-Stimmigkeit in die 3-Stimmigkeit. Jetzt haben wir mal einen Sechstakkord, Grundakkord, Sechstakkord, Grundakkord, Grundakkord, Grundakkord. Im weiteren Verlauf Grundakkord, alles Grundakkorde. Und hier in der Kadenz die typische synkopierte Diskantklausel. Es geht weiter. Und hier ein Schluss in Dur, also mit pikadischer Terz. Danach direkt ein Querstand. Grundakkord, Sechstakkord, Quintsechstakkord, Grundakkord, Grundakkord. Wenn ich diese Akkordstruktur versuche zu übertragen und erstmal einen homophonen Satz mir überlege für den Choral »Brich an, du schönes Morgenlicht«, wie gesagt in C-Dur, dann kann das beispielsweise so aussehen. Grundakkord, Sechstakkord, Grundakkord, Grundakkord, Vorhalt, Grundakkord, Grundakkord, Sechstakkord, Quintsechstakkord, Grundakkord, 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 Vorhalt. Das ist mein Gerüstsatz. Diesen möchte ich jetzt verzieren und schaue dazu, welche Verzierungen Zweling selbst anbringt und versuche davon etwas zu übertragen. Als erstes direkt am Ende der ersten Variation fällt auf, Zweling nutzt Wechselnoten. Ein Mittel, das wir übernehmen können. Weiterhin bei Zweling zu finden, ganz charakteristisch die Figura Corta. Das ist eine barocke Figur, bei der zuerst eine lange Note erklingt und danach 2 kurze. Am Ende der 5. Variation in Ballo del Granduca. Also eine lange Note, 2 kurze Noten. Eine weitere typische Verzierung finden wir direkt zu Beginn der 2. Variation. Hier verwendet Zweling durchlaufende Achtelketten. Hier ist die Verzierung. Man kann sich vorstellen, dass die Linie, die melodische Linie, so einen Halbkreis vollzieht. Deswegen nennt man diese Kreisfigur auch Circolo, so heißt es bei Prinz. Und weil das hier nur ein Halbkreis ist, Circolo Mezzo, ein Halbkreis. In der Kadenz verwendet Zweling beispielsweise folgende Umspielung.
die wir auch übernehmen können. In Ballo del Gran Duca ist ebenfalls sehr charakteristisch, dass in der rechten Hand Stimmen parallel in Terzen geführt werden, beispielsweise zu Beginn der fünften Variation. Und so weiter, also Terzparallelen in einer Hand. Und so weiter. Und wir haben schon in der ersten Variation gesehen, dass bei Kadenzen sehr, sehr häufig die synkopierte Diskantklausel auftritt. Wenn ich die jetzt angesprochenen Elemente einmal zusammennehme, kann mein Blocksatz etwa so variiert werden. Ich beginne mit einer Wechselnote, dann eine Figura corta, dann dieser Halbkreis, Circolo mezzo und die Kadenzformel. Ich mache weiter mit Figura corta. Hier ein paar Terzparallelen und die synkopierte Diskantklausel. Jetzt kommt die Wiederholung dieses Teils. Ich leite dahin über, indem ich eine einstimmige Linie aus Sechzehnteln nach oben laufen lasse, eine sogenannte Tirata. Auch das finden wir in Ballo del Gran Duca, dass Sweling auf solche Sechzehntelketten zurückgreift, beispielsweise direkt zu Beginn der vierten Variation. Und so weiter. Also Ketten aus Sechzehnteln. Ich kann, um jetzt etwas mehr Abwechslung ins Spiel zu bringen, die Kadenzen auch ein bisschen variieren. Wir hatten ja ganz zu Beginn folgende Kadenzformel. Bin also hier auf der fünften Stufe bezüglich G-Dur stehen geblieben. Ich kann natürlich auch etwas mehr Abwechslung reinbringen, indem ich ein Pendel benutze. Noch einmal zur vierten Stufe zurückpendle, was auch sehr archaisch wirkt, weil die Kadenz so ein bisschen rückwärts abläuft. Und entsprechend das Ganze ausspielen. Und verwende dann im Folgenden eine weitere für dieses Stück von Sweling ganz charakteristische Wendung, die wir hier in der zweiten Variation finden. Das sind diese Pendelschläge in Sechzehnteln. Die ich auch für meine Improvisation übertragen möchte. Übergang in die Wiederholung des ersten Teils des Chorals kann dann so aussehen. Beginnt mit einer Tirata. Hier der Anfang. Hier verwende ich mal einen Klang ohne Terz. Auch das kommt bei Sweling vor, beispielsweise direkt am Ende der ersten Variation. Ich schalte nochmal zurück zum Ballo del Gran Duca. Ein Klang ohne Terz am Schluss. Und genau das habe ich hier auch verwendet. Ein Klang ohne Terz. Eine kleine Tirata. Pendel. Und noch eine Tirata. Es fällt auf, wenn ich die Schlüsse der beiden Zeilen vergleiche, dass ich im ersten Teil 6 Parallelen verwendet hatte und im zweiten Teil Terzparallelen. Für den zweiten Teil der Choralbearbeitung wechsle ich jetzt die Tonart. Ich gehe nach D-Moll. Und habe diese ganz charakteristische Tirata, die ich unmittelbar von Sweling übernommen habe, wir finden sie in der zweiten Variation. Das habe ich hier eingebaut. Ein sehr typisches Mittel, das Sweling verwendet. An dieser Stelle fällt auch auf, dass Sweling gar kein Problem damit hat,
verbotene, für uns heute verbotene Parallelen zu setzen, beispielsweise Oktavparallelen hier bezogen auf die Bassstimme oder einen Takt vorher Akzentquinten. Genau wie es nicht so entscheidend ist, wie viele Stimmen jetzt ein Akkord gerade hat oder dass die Anzahl der Stimmen variieren kann, ist Wheeling auch nicht so entscheidend, ob er Quint- oder Oktavparallelen produziert. Es geht vielmehr darum, ob Griffe in der Hand gut liegen, ob man sie einfach durch Verziehen der Hände verschieben kann. Das ist übergeordnet im Vergleich mit Satzregeln wie Quint- oder Oktavparallelen. Dieser Teil wird dann wiederholt. Ich verwende wieder diese Pendelschläge. Jetzt eine Figura corta in der Mittelstimme. Besonders archaisch natürlich auch wieder diese Wirkung A-Dur, G-Dur, C-Dur. Und auch hier habe ich zum Schluss einer Kadenz in Moll die pikardische Terz verwendet, genau wie Sweling in Ballo del Granduca auch. Danach die archaisierende Wendung A-Dur, G-Dur, C-Dur. Das wirkt besonders altertümlich. Als nächstes schließe ich wieder einen Teil mit einer Parallelbewegung in einer Hand an. Wir haben gesehen, dass Sweling zu Beginn der fünften Variation in der rechten Hand Terzen parallel führt. Er macht es später aber auch in einer Sechstbewegung. Also sowohl Terzen als auch Sechsten werden parallel geführt. Auch dieses Mittel habe ich verwendet. Besonders charakteristisch hier die Querstände, das heißt also Töne, die sich chromatisch verändern, aber in verschiedenen Stimmen. Hier haben wir F und jetzt Fis. F im Bass gegen Fis in der oberen Stimme. Und ich ende in G. Den Schluss vertone ich, indem ich einfach wieder 16-Ketten laufen lasse, diese Tirata-Figur in verschiedenen Stimmen. Es kann einmal in der rechten Hand sein, es kann in der linken Hand sein, es kann in der Mittelstimme sein. Und besonders schön ist, wenn die Harmonik zum archaisierenden Charakter beiträgt, indem sie wieder so typische Verbindungen wie F-Dur, C-Dur, B-Dur, C-Dur, G-Dur, C-Dur verwendet. Also auch hier wieder diese Querständigkeit B-Dur, das ist ganz charakteristisch auch für diesen Stil. In der Bewegung kann das dann so aussehen. C-Dur, jetzt B-Dur, Figura corta in der Mittelstimme. C-Dur, G-Dur. Und eine Tirata zum Schluss bringt das Stück zum Ende. Weil das Stück sehr kurz ist, kann man den zweiten Teil beginnend in D-Moll auch noch einmal wiederholen, um ein bisschen mehr Länge zu schaffen. Jetzt hören Sie zum Abschluss noch einmal die gesamte Improvisation. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören und selbst Ausprobieren. Bis bald!